Als ein junges hispanisches Mädchen in einem Restaurant Unordnung macht, kommt eine wütende Kellnerin und wirft sie und ihre Mutter raus. Eine Gruppe von Bikern sah dies und tat etwas Unglaubliches. »Du musst dein Kind unter Kontrolle bringen«, sagte Mandy, die Kellnerin, sehr zu Brandas Überraschung. Ihre Wangen waren vor Verlegenheit gerötet und ihr wurde schlagartig bewusst, dass die Leute begannen, ihrem Tisch viel Aufmerksamkeit zu schenken. Brenda, eine Latina, und ihre Tochter Zoe hatten beschlossen, einen ruhigen Samstagnachmittag mit einem Brunch zu verbringen. Im Clover Cafe, einem Ort, der für gutes Essen und friedliche Atmosphäre bekannt ist. Sie hätten nie gedacht, dass das Erlebnis so unangenehm werden würde. Zoe hatte sich schon seit dem Aufbruch am Morgen nach Kakao gesehnt und hörte während der Fahrt nicht auf, ihre Mutter davon zu erzählen. Dies sollte ihr erster Besuch dort sein und beide freuten sich darauf. Als sie ankamen und sich setzten, kam eine Kellnerin an den Tisch, um die Bestellung aufzunehmen. Zoe, das immer lebhafte junge Mädchen, fragte die Kellnerin schnell nach ihrem Namen. Die Kellnerin antwortete, dass sie Mandy heiße und lächelte das junge Mädchen kurz an. Dann fragte sie in einem forschen Ton nach der Bestellung. Brenda bemerkte dies, ignorierte es jedoch und bestellte ein Truthahn-Sandwich zusammen mit einem großen Glas Schokoladenmilchshake und bat um dasselbe Sandwich für sich zusammen mit etwas O-Saft. Während sie auf das Essen warteten, unterhielt sich Brenda mit ihrer Tochter über Freunde, über die Schule und die Dinge, die sie jetzt in den Ferien gerne tun würde. Kurz darauf kam das Essen und die beiden hungrigen Menschen machten sich ohne zu zögern darüber her. Brenda genoss es, Zoe beim Essen zuzusehen und zwischen den Bissen bemerkte das kleine Mädchen oft, wie lecker es war. Während Zoe versuchte, sich besser zu positionieren, um einen großen Bissen von ihrem Truthahn-Sandwich zu nehmen, stieß sie mit dem Ellenbogen versehentlich den Schokoladenmilchshake um, der direkt neben ihr stand. Brenda handelte sofort und stellte die Tasse wieder aufrecht hin. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch der größte Teil des Inhalts bereits ausgelaufen. Brenda griff eilig nach Servietten und wischte so viel wie möglich auf. Allerdings konnte sie nicht viel gegen die Mengen des Milchshakes ausrichten, das bereits auf dem Boden gelandet war und eine Sauerei angerichtet hat. »Sei vorsichtig, Schatz«, sagte Brenda zu ihrer Tochter und Zoe entschuldigte sich mit einem traurigen Gesichtsausdruck. Es war ein harmloser Fehler, der jedem hätte passieren können. Mandy, die für ihren Tisch zuständig war, sah das jedoch anders. Sie war nach hinten gegangen und war schockiert über die Unordnung. »Was zum Teufel ist hier passiert?«, sagte sie in schroffem Ton. Brenda erzählte ihr, was passiert war und entschuldigte sich. Dann bot sie an, alles mit den restlichen Servietten aufzuwischen. Doch es gab nichts, was sie sagen oder tun konnte, um die bereits sehr wütende Kellnerin zu besänftigen. »Deine Entschuldigung ist mir egal, du musst sofort gehen«, sagte Mandy in seinem wütenden Ton. Zoe sah Mandy mit Tränen an und entschuldigte sich leise, aber die Kellnerin antwortete nicht und tat auch nicht so, als hätte sie etwas von der Entschuldigung gehört. Brenda war einverstanden zu gehen, aber erst nachdem sie und ihre Tochter die Mahlzeiten beendet hatten, für die sie zu Recht bereits bezahlt hatten. Sie sagte Mandy, dass sie verstehe, warum die Situation für sie ärgerlich sein könnte, da dies der Kellnerin mehr Arbeit beschert haben könnte, aber sie seien zahlende Kundinnen, die in das Café gekommen seien, um eine gute Zeit zu haben und es sei nie ihre Absicht gewesen, jemanden Ärger zu bereiten. Mandy verschränkte die Arme und zeigte mit ihrem Gesichtsausdruck, dass sie das gar nicht ernst nahm. Es war ihr egal, was die beiden Gäste zu sagen hatten. Als sie sah, dass Brenda nicht die Absicht hatte zu gehen, beschloss Mandy, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Sie packte Zoe am Kragen und riss das Mädchen von ihrem Sitz. »Fass meine Tochter nicht an!«, schrie Brenda und zog damit noch mehr Aufmerksamkeit auf sich. Hier zog sie die Grenze, denn sie würde nicht zulassen, dass jemand ihre Tochter anfasste. »Verschwinde hier und mach jemand anderem das Leben schwer«, antwortete Mandy und schob Zoe weiter zur Tür des Cafés. Brenda nahm Mandys Arm vom Rücken ihrer Tochter und bat darum, den Manager zu sehen. Sie verstand, warum Mandy verärgert war, als sie den verschütteten Milchshake sah, aber dieses Verhalten sollte weder ihr noch anderen Kunden widerfahren. Entweder der Geschäftsführer oder die Kellnerin sollten sich bei ihr für die schreckliche Erfahrung entschuldigen oder ihnen das Geld zurückerstatten. Als der Geschäftsführer herauskam, versuchte er, Brenda zu beruhigen, äußerte sich aber nicht zu Mandys Verhalten. Dies brachte Brenda nur noch mehr Kummer, als sie sah, wie Zoe still in einer Ecke stand und sich bemühte, die Tränen zu unterdrücken. Als sie merkte, dass sie für Mandys Verhalten keinerlei positive Reaktion erhalten würde, beschloss Brenda, die Verluste zu begrenzen und ihre Tochter nach Hause zu bringen.
Gerade als sie das Café verlassen wollten, betrat eine Gruppe von Bikern das Café. Vor ihnen stand ein kleiner Junge. Er hatte im Café gesessen und alles beobachtet. Da er nicht die Macht hatte, etwas zu unternehmen, ging er hinaus, um die Biker zu rufen. Sie trugen Lederjacken und als sie den Raum betraten, erfüllte ihre einschüchternde Aura die Luft. Der Manager schien seine Stimmung geändert zu haben und Mandy, die vor Wut fast platzte, kauerte sich ebenfalls hin und versuchte, sich zu beruhigen. Alle schauten zu den Bikern. Sogar Zoe, die noch immer Tränen in den Augen hatte. Die Bikergruppe war als Iron Brotherhood bekannt und jeder, der in der Nachbarschaft lebte, kannte sie oder hatte zumindest von ihnen gehört. Trotz ihres rauen und schroffen Äußeren hatten sie einen starken Familiensinn und waren sehr darauf bedacht, Gutes zu tun und Gerechtigkeit zu fördern. Jeder von ihnen hatte eine einzigartige Geschichte und wusste, wie wichtig es war, für jemanden einzustehen, der nicht für sich selbst eintreten konnte. Jack, der Anführer, sah Brenda fürsorglich an und fragte, ob es ihr gut gehe. Jack spürte eine Welle der Wut, als er sah, wie Brenda mit ihren Worten rang und Zoe, die sich nun in die Nähe ihrer Mutter gestellt hatte, ihn mit tränenüberströmtem Gesicht anstarrte. Brenda konnte Jack schließlich erzählen, was passiert war, und auch die Gäste machten deutlich, dass das, was sie sagte, wahr sei. Jacks Gesicht verzerrte sich für Wut. Er würde das auf keinen Fall auf sich beruhen lassen. »Mark, wusstest du, was da vor sich ging?«, fragte Jack den Geschäftsführer. Der begann zu stottern, als er versuchte, Jack zu erklären, wie er die Sache sah. Mandy hingegen hatte ihre anfängliche Schüchternheit überwunden und erbrach den Manager, um zu erklären, dass sie nichts falsch gemacht habe. Es sei Brandas Schuld, dass sie ihre Tochter nicht richtig erzogen und ihr erlaubt hatte, in der Öffentlichkeit so ein Chaos anzurichten. Bevor sie noch ein Wort sagen konnte, unterbrach der Manager sie und entschuldigte sich schnell bei Jack für das, was sie gesagt hatte. Mandy konnte nicht verstehen, warum der Manager sich vor einem Biker so verhalten sollte, bis er ihr erklärte, dass Jack der Besitzer des Cafés war. Er kam selten, weshalb Mandy und viele andere Kellner keine Ahnung hatten, wer er war. Mandy war die Überraschung ins Gesicht geschrieben und auch ohne, dass es ihr jemand gesagt hatte, wusste sie, dass sie wohl einen großen Fehler begangen hatte. Jack schimpfte mit dem Manager, weil er die Situation nicht richtig gehandhabt und sich nicht sofort darum gekümmert hatte. Als Besitzer des Cafés sah Jack es als seine Pflicht an, die Verantwortung zu übernehmen und entschuldigte sich bei den beiden aufrichtig. Er bot ihnen außerdem an, dass sie jederzeit eine kostenlose Mahlzeit erhalten würde, wenn sie jemals wiederkämen. Um ihren Job zu retten, begann Mandy, sich bei Brenda zu entschuldigen und versuchte auch Jack, ihr Bedauern auszudrücken, doch der Schaden war bereits angerichtet. »Wir dulden diese Art von Verhalten hier nicht«, sagte Jack streng. »Lass deine Schürze hinten fallen und geh.« Mandy versuchte, sich zu rechtfertigen und erklärte, wie sehr sie den Job brauche, aber Jack sagte, dass sie die Kunden besser hätte behandeln sollen, wenn ihr der Job wirklich etwas bedeutete. Als sie merkte, dass ihre Bitten auf taube Ohren stießen, ließ Mandy ihre Schürze fallen und ging, nachdem sie für die Stunden bezahlt worden war, die sie gearbeitet hatte. Brenda verließ das Café und war froh, dass jemand für sie eingetreten war. In der darauffolgenden Woche kam sie mit ihrer Tochter ins Café zurück und hatte eine viel bessere Erfahrung und eine kostenlose Mahlzeit. Die Mutter und die Tochter sind jetzt große Stammgäste des Cafés und es ist zu einem ihrer Lieblingsorte geworden. Was für eine unglaubliche Geschichte. Was meint ihr? Hätte Jack noch mehr für Brenda und Zoe tun sollen? Teilt eure Meinung in den Kommentaren mit und bis zum nächsten Video.